Guten Abend und herzlich willkommen zum Kulturtag. Vor einem Vierteljahrhundert ist die Sturzenegger-Stiftung vom Bankier-Ehepaar Hans und Claire Sturzenegger ins Leben gerufen worden. Ihr Hauptzweck ist das Sammeln von Kunstwerken, die für Stadt und Region von Bedeutung sind. Am Donnerstag startet die Jubiläumsausstellung Hodler, Dix, Valoton im Museum Allerheiligen. Bei mir im Studio ist Kuratorin und Geschäftsführerin Hortensia von Roda. Herzlich willkommen. Guten Abend. Ich habe jetzt kurz zusammengefasst, um was es so geht bei der Sturzenegger Stiftung. Vielleicht möchten Sie dem noch etwas beifügen. Ich hoffe, ich habe das richtig gemacht. So. Es ist soweit richtig. Aber meistens kommt ja noch die Frage, warum gerade die Stiftung in Schaffhausen ist. Muss man sagen, dass der Sturzenegger Bankier in Basel war, aber ein Sohn der Stadt. Er war nämlich der Sohn von Fritz Sturzenegger, der in Bel Air aufgewachsen ist. Er ist Schaffhauser. Und deswegen hat er die Stiftung zugunsten von seiner Heimatstadt gemacht. Und das war genau, also so jetzt die spezielle Beziehung auch zum Museum Allerheiligen, genau. Das ist ja Ihnen sehr am Herzen gelegen, das genau. Museum er Allerheiligen. Und seiner Frau. Und interessant ist, sie haben eigentlich ursprünglich die Stiftung beim Tod von beiden Ehegatten erst laufen lassen. Dann ist er gestorben und sie hat gefunden, nein, das mache ich noch zu Lebzeiten. Und dann hat sie auch noch können ein bisschen schauen, wie das überhaupt denn läuft. Ob der Stifterwille dann eben auch so ausgeführt wird, wie sie sich vorgestellt hat. Und dafür hat sie mich nach Schaffhausen geholt. Genau, Sie sind da, ja. Und Sie haben das schon zur Zufriedenheit umgesetzt. Sie sind eben seit Anfang dabei, seit 25 Jahren. Genau, also nächstes Jahr 25 Jahre, weil es ist, ich bin im Dezember 88 bin ich gekommen. Und ja, das ist, sie hat noch 13 Jahre gelebt und ist hellwach gewesen und hat das sehr verfolgt und gefördert und auch gefordert. Sie war sehr streng gewesen. Man hat viel gelernt, aber es war spannend mit dieser Frau. Sie ist fast 99 geworden und bis ins hohe Alter ganz eine tolle Persönlichkeit. Vielleicht können Sie mir gerade so ein bisschen erzählen von den Anfängen. Was? Ja, von den Anfängen. Es war so, weil natürlich der Onkel, der Maler war, der hat sich schon sehr für das Museum immer eingesetzt, hat auch seine Sammlung und seine eigenen Werke gestiftet. Und der Bankier, der Neffe, hat den Onkel sehr geschätzt und sie auch. Und die sind immer mit dem Schaffhausen verbunden gewesen, haben aber gesehen, dass das Museum eigentlich für die kleine Stadt sehr gross ist. Und es hat hier nicht viel grosse Mäzen gehabt. Und man hat gesehen, dass da einiges zu machen wäre. Nicht nur zu kaufen, sondern auch im Backoffice zum Beispiel. Sie hat ja auch Cafeteria dann spendiert, wenn man so schön sagt, dann Pfarrhäuser saniert und so weiter und so fort. Hätte sie nicht zu Lebzeiten geschaut, dann hätten wir eigentlich angekauft und hinten hätten wir keine Infrastruktur gehabt, die dem dann entsprochen hat. Und das war sehr klug gewesen, bei Lebzeiten zu schauen, wie läuft so ein Museum. Und ich habe immer berichten. Einmal in der Woche haben wir uns getroffen, vom 9 Uhr bis am Nachmittag um 3 Uhr mit Mittagessen und das war grandios gewesen. Und was war denn jetzt zum Beispiel das erste Werk, das Sie angekauft haben? Also da muss man dazu sagen, dass natürlich da als Kuratorin am Museum mal Frau Dr. Grütter war. Und sie war Abteilungsleiterin der Kunstabteilung. Und sie hat sehr früh, von Anfang an, auch Kontakt mit der Stifterin gehabt und hat auch immer Vorschläge gemacht. Und das erste Mal haben wir noch Altmeister gekauft, also Tafelmalerei aus dem 16. Jahrhundert. Aber eines der ersten Werke, oder von den ersten zwei Werken, war einmal der sterbende Krieger von Otto Dix und das leere Atelier von Varlin. Mhm. Und das ist, das Atelier hat sie toll gefunden, der sterbende Krieger hat sie zwar uns geglaubt, dass es ein bedeutendes Bild ist, aber es hat schon ein bisschen schrecklich gefunden. Aber dann haben sie gefunden, ja, für ein Museum muss man auch so etwas haben. Und Dix haben wir natürlich schon in der Sammlung, weil er ja hier in der Nähe in der inneren Emigration war. Und das war ja für uns auch dann bedeutend, dass wir jetzt doch einige Dix können anschaffen können, um eine ganze Gruppe zu machen. Und jetzt eben bei dieser Jubiläumsausstellung Hodler, Dix, Valoton, warum jetzt Schwergewicht genau auf diesen drei Künstler
Das ist nur der Anfang, man muss pünktlich denken. Aber das sind natürlich die Namen, die die meisten auch kennen. Und wir haben natürlich in der klassischen Modernen angefangen, und das war eben genau mit diesen drei Künstlern. Wir haben aber auch zurückwärts geschaut, eben zu den Altmeistern, auch zum 18. Jahrhundert, und haben vorwärts geschaut, dann über eben den Dietrich. Den Dietrich haben wir auch schon einen Grundstock gehabt. Und wir haben immer geschaut, dass wir die Schätze, die wir schon haben, eigentlich noch erweitern. Und nicht irgendwie parallel irgendwelche Einzelperlen kaufen, die man dann einfach irgendwo ausstellt. Und das sieht man jetzt sehr gut in der Sammlung, dass es ergänzend und weiterführend gesammelt worden ist. Mhm. Gerade eben von Adolf Dietrich haben wir jetzt neu ein Werk erworben. Und ja, da wollen wir jetzt eben noch ganz geschwind drauf eingehen. Ja, da haben wir im Dezember habe ich bis in Zürich das schöne Stilleben, Gemüsestilleben mit Kaninchen und Mäusen. Und ich finde das natürlich auch gerade ein tolles Bild. Es wird eben jetzt am Donnerstag das erste Mal bei der Öffentlichkeit zugänglich. Es ist ein Erntebild, ein Stilleben. Und eigentlich auch gerade ein schönes Beispiel für die Ernte, die wir in diesen 25 Jahren eingefahren haben. Und es ist ein bedeutendes Bild von Dietrich. Und man muss auch sagen, er ist ja, wird oft als naiver Maler eingeteilt und dann wieder gehört er zu der neuen Sachlichkeit. Aber es ist eine wunderbar genaue Malerei. Man sieht jedes Hörli vom Häsli. Und er hat das abbildet, was er in seiner Umgebung hatte. Das Zeug aus seinem Gemüsegarten, die Viecher, die er bei sich hatte. Genau, man müsste vielleicht noch sagen, woher, was sein Hintergrund war. Ja, er ist eigentlich aus armen Verhältnissen stammend, ist dann Stricker gewesen, hat an der Bahn müssen arbeiten. Und er ist ein Autodidakt gewesen, hat immer, aber in jeder freien Zeit hat er gezeichnet und ist raus und gemalt und ist eigentlich ein ganz einfacher Mensch gsi, hat aber eine unheimliche Qualität entwickelt in der Malerei und ist dann sukzessive auch berühmt worden. Zuerst in Deutschland, gar nicht in der Schweiz. Und dann noch das noch auch in der Schweiz und hat zu Lebzeiten eigentlich schon rechte Preise gehabt. Allerdings, wenn er sieht, was man heute zahlt für ihn, würde er wahrscheinlich den Kopf schütteln. Es ist noch mal viel höher. Und er ist immer bescheiden geblieben. Ich habe gelesen, das Museum Allerheiligen hat ihm auch im 33 eine Ausstellung, genau, ich glaube, ja, eine von der ersten, die er richtig in der Schweiz hat können, genau, realisieren. Dort hat man auch dann die ersten Werke gekauft. Und 6 haben wir schon im Museum und wir haben in den letzten 20 Jahren 6 dazu gekauft, sodass wir jetzt einen ganz schönen Dietrich-Raum haben. Mhm. Ein regionaler Künstler damals. Wie ich verstanden habe, ist es auch der Sinn von der Stiftung, regionale Kunst jetzt zu fördern. Wie sieht das so aus konkret? Ja, was passiert da schauen wir so? Natürlich, was haben wir. Also bei den nicht mehr lebenden Künstlern haben wir natürlich den Gnädinger, wo wir geschaut haben, dass wir einen Überblick über sie schaffen können, zeigen einmal. Und dann haben wir Erwin Glor. Und immer aus den Jahresausstellungen haben wir auch immer versucht, von den Hiesigen etwas zu kaufen. Sönige, die jetzt inzwischen berühmt worden sind, wie der Yves Netzhammer, Sandra Böschenstein, das sind alles ursprünglich Schaffhauser Künstler, sind inzwischen berühmt, schweizerisch und über Grenzen berühmt. Aber der Schwerpunkt ist schweizerisch und regional und ein bisschen international, um das einzubinden, weil heute ist ja doch alles ein bisschen globalisiert, auch in der Kunst. Und wie muss ich mir jetzt das zum Beispiel vorstellen, eben mit dem Erwerb von Kunst, oder? Wenn ich jetzt denke, ja gut, ich würde jetzt ein Hodler werden und nicht in der Küche, was mache ich dann? Also abgesehen, dass man ein bisschen Geld muss haben, sollte man eigentlich sehr viel anschauen, ein gutes Netzwerk haben, sowohl bei den Händlern, wie bei Privatleuten, wie bei Galerien, wie bei Auktionen, schauen, was auf den Markt kommt. Möglichst gut ist, wir haben das Glück gehabt, vor 25 Jahren noch in eine Phase zu kommen, wo noch nicht alles so hoch war. Mhm. Aber dann, dann hat man eine Gruppe und dann schaut man weiter. Dann schaut man weiter, wo öffnet sich, sind moderne. Es geht ja immer weiter und das, was einmal modern war, wird dann auch klassisch. Und so, man muss ein gutes Netzwerk haben und immer wach bleiben. Das ist, glaube ich, die Voraussetzung. Aber der Hodler nicht in die Küche hängen. Das hat er nicht so gern.
Gewisse Bedingungen haben Kunstwerk gern. Nicht zu heiß, kein Fett. Das kann ich mir noch vorstellen. Ja, gut. Ja, und eben von wegen Geld. 47 Millionen sind investiert worden in den 25 Jahren. Das sind pro Jahr 1-2 Millionen. Das ist eigentlich ein grosser Betrag. Geht das so also weiter oder gibt es da Restriktionen jetzt da mit der finanziellen Situation? Ja, es ist oder? Seit Jahren, die besser gewesen sind und wenn, es schwankt natürlich immer mit dem, auch mit der Börse. Nicht? Aber man muss dazu sagen, die ist im Schnitt 1,5 bis 2 Millionen ist nicht nur für Ankäufe gegangen, eben weil ich am Anfang gesagt habe, dass man auch Infrastrukturen zahlt, auch projektbezogen Arbeitskräfte, um das aufzuschaffen, auch wissenschaftlich zu erarbeiten. Das nützt ja nichts mehr, dass wir keinen Katalog, keinen Jahresbericht, keine Ausstellungen mit wissenschaftlicher Aufarbeitung. Das machen wir auch. Und eben ganz viel auch grafische Sammlung. Das ist natürlich nicht auf dem Vordermann gewesen. Das ist heute tipptopp. Da haben wir klimatisiert, ist unter Alarm und so weiter. Wir haben einen Kulturgüterschutz, wo wir die wichtigen Werke, wir haben ja nicht alles ausgestellt oder Goldschmiedesachen. Wir sammeln ja auch für die historische Abteilung oder die Stadtbibliothek hat auch noch einen kleinen Etat für Handschriften und alte Druck. Weil die Stifte das sehr geschätzt hat, die alten Handschriften. Also so ist es eine Mischung und einmal gibt es mehr Ankäufe und anders einmal hat man halt ein bisschen mehr hinterm, also im Backoffice, wo man Sachen unterstützt. Und Münzen haben wir auch gekauft. Münzen und Medaillen haben wir sehr viel. Und dann Spielkarten, da hat man auch, haben wir 3 Sammlungen können kaufen. Weil natürlich in Neuhausen die Spielkartenfabrik ist, hat Schaffhausen schon viele Spielkarten gehabt. Und jetzt gehören wir mit diesen Sammlungen doch zu Europa, wie zu den grösseren Sammlungen an Spielkarten. Die sind natürlich auch nicht permanent ausgestellt. Mhm. Aber es ist schön, wenn man immer wieder mal etwas führen kann. Mhm. Schön. Am Donnerstag eben startet jetzt einmal die Ausstellung, die sehr einen schönen Überblick gibt über die 25-jährige Sammeltätigkeit. Da wünsche ich Ihnen einen ganz guten Start und danke vielmals, dass Sie da gewesen sind, danke, Frau von Roda. Danke, dass Sie kommen und hoffe, dass viele kommen. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich herzlich, dass Sie eingeschaltet haben und wünsche noch ganz einen entspannten Abend. Wiedersehen miteinander.